So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Wolong mit dieser wunderschönen Musik im Hintergrund. Bididü, alles traurig. Also, ist immer noch Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Fragen im Chat, die zum Spiel gestellt werden, die lese ich vor, dass ihr auf YouTube wisst, was gefragt wurde. Und wir sind jetzt noch hier stehen geblieben. Im Schnee. Punkt. Mehr muss man nicht sagen. So. Hongying begleitet mich. Und wir schauen mal, was wir anrichten können. Hallo und willkommen zurück. Ich habe ewig gewartet auf die Fortsetzung. Auf die nächste Folge hast du ewig gewartet hier. Ja, ja, alles derpy ist hier. Mich. Extra? Nice! Hey! Was fällt dir ein? Also. Ist total schön mit dem Schnee, ne? Ah, da drüben. Jetzt habe ich es gesehen. Kann ich hier einfach so, zack? Dann hier so, zack? Oh, sorry. Hab dich so spät gesehen, sonst hätte ich dich schön viel eher getötet. Ich tue mich ein bisschen schwer, hier rauszufiltern, wo der Weg ist und wo kein Weg ist. Do you know the way? So. Boah, war das close. Ja, moin. Tak, 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 tak. Let's go! Das Franchise, aber egal. Der Speer ist total cool, selbst wenn die ausweichen. Nee, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Frech. Hab's schon mal gesagt, ich werde es wieder sagen. Der Speer ist frech. Hab mich dann hier gesehen. Ah, du, hi. Ich bin auch Bogenschütze. Au. Nett. Kann ich hier eigentlich hoch? Ja, cool. Ach so, ah, hier, Shortcut. Obwohl das bei der Distanz gar nicht notwendig ist. Aber hey, I take it. Nehme ich mit. Gut. Edelsteinfragment. Was ist probiert, Großer? Ist einfach wieder alles zerstört. Schön das ausgesehen haben muss, als alles noch ganz war, ne? Everything's completely destroyed. The water has slowed down now, but we'll still need to find a path that's not waterlogged. The whole town's totally flooded. I wonder if it's this bad where my brother is. Hongling, kannst du mich hören? Sie sagt einfach genau das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Escusi.
Oh, das war knapp. Ich will ganz kurz gucken. Ich kann rechts oder links. Niemand weiß, was lang geht. Niemand weiß, wo es lang geht. Es ist zwar geschrieben, wo es lang geht, aber ich habe es umformuliert. Ja, die Bogenschützen sind ja nicht so ein Problem. Waren sie nie, werden sie nie. Warum gehe ich eigentlich hier durch? Da hinten ist ein Dead End. Und wenn ein Dead End ist, könnte es ja sein, dass wir da eine Standarte haben, die wir aufstellen können. Das heißt, wir machen zuerst mal die Standarte. Oh, der ist 16. Der ist auch 16. Ja, da bin ich zu früh. Moment, stoppi! Weg, zurück. Renn! Sie schiebt mich einfach in den Tod, ne? Sie schiebt mich einfach eiskalt in den Tod. The village my brother and I grew up in was caught in the crossfire of the war too. The house was destroyed, our parents killed, and I could do nothing except cry. But he kept pushing me to keep hope. We supported each other and just about managed to stay alive. And your master found us and took us to Mount Tendushan. Ja, Lübu, ihr Bruder. Ich habe aber noch nicht ganz verstanden, warum sie Hong Ling heißt und er Lübu. Ich mag mich da jemand erleuchten, der das weiß. Aber dumm. Niemand gesehen. Oh, Entschuldigung. Bleiben Sie liegen. Wenn man baden geht, sieht man sich vorher aus. Oder zumindest bis zur Unterwäsche. Leider nicht nass werden. Und wenn es Winter ist, dann geht man gar nicht erst baden. Wieder fast in den Tod. Mann, Madame! Also warte mal kurz, wir können hier durch und dann komme ich da irgendwie zu etwas, wo man looten kann, aber kann ich auch was runtertreten? Ob da Hü? Bärengalle. Also wenn ich ehrlich sein soll, schliebt sie nur. Oh cool. Hm.
Irgendjemand hat mich auch noch gesehen. Ich weiß aber nicht wer. Ich weiß nicht wo. Warum hat der sofort gewusst, von wo ich komme, Mann? Okay. Dieses Dornengestrüpp Gedönsgezeugs zeugt mich noch nicht vollends. Okay. Habe ich schon okay gesagt heute? Okay. Alle böse, müssen alle sterben. In der Mitte rein müssen. Es wirkt irgendwie auch so, als ob es, keine Ahnung, zigtausend Wege gibt hier, ne? Ich weiß nicht, ob der andere rechts mich sieht. Einfach das, ja. Ich weiß eh nicht, ob das einen großen Unterschied jetzt macht, Schnuggi. Ist gerade erst angefangen mit dem Spiel und den ersten Boss. Also der, wo, was im Prinzip noch im Tutorial ist, ne? Ja, also... Du kannst theoretisch, wenn du an so einer Dings gehst hier... Ja. Kannst du hier unterreisen... Ja, du bist ja jetzt hier. Dorf des Unheils. Und du hast aber schon andere. Und hier hast du Grundausbildung. Was hilft es zuerst mal die Grundausbildung zu machen, bevor man tatsächlich hier bei Dorf des Unheils weitermacht? Das habe ich aber erst sehr spät gecheckt. Und das zweite ist, du hast ab einem bestimmten Punkt eine Spezialfähigkeit. Kannst du mit, ja, je nachdem aktivieren, auf was du spielst, aber... Das ist die, so eine hier, ja. Das ist eine sehr, sehr starke, die kannst du auch bei dem ersten Boss einsetzen dann schon. Bin ich jetzt elektrifiziert, oder? Warum ist der jetzt die ganze Zeit hier? Ja, der ist echt lange da, krass.
Hast du gar nicht gesehen, danke, ja. Ja, wird auch super schlecht erklärt, um ehrlich zu sein. Also, ich habe es auch erst sehr spät gesehen. Aber die Grundausbildung hilft schon mal sehr, damit man weiß, wie man was blocken muss, wie was funktioniert. Da wird dir eben auch diese Fähigkeit dann erklärt, die aufgeladen wird. Damit man da ein bisschen Überblick hat. Das hilft schon mal. So, ich gehe davon aus, dass wir hier einfach eine Standarte haben, die wir aktivieren können. Ja, ein bisschen weiter oben. Keine Standarte? Voll fies. Genau, zweiter Teil vom Bossfight nach 50% Leben vom Boss die Gottheit holen. Erste Phase einfach Infight-Schläge spammen und nah dran bleiben. Ja, also so dieser klassische Fehler, den fast viele, die fast alle machen, wenn sie mit so Souls-like-Spielen anfangen, dass sie versuchen, das passiert mir auch noch sehr häufig, dass die Leute versuchen, zurückzuweichen und Abstand zu gewinnen. Aber die Bosse sind so darauf eingestellt, dass sie versuchen, dann sofort wieder näher zu suchen. Und dann bist du nur damit beschäftigt, nach hinten zu rennen, währenddessen der Boss auf dich zurennt. Grundsätzlich aber, wo bin ich eigentlich rüber? Und warum sind die wieder da? Ah, weil ich die Standarte aktiviert habe, ich Depp, weil ich dir was zeigen wollte. Grundsätzlich eigentlich nah bleiben und blocken und versuchen zu kontern und alles in diese Richtung. Da wäre ich fast wieder ins Wasser gefallen. Also jetzt warte mal schnell. Von hier kam ich ja. Theoretisch. Dann haben wir da wahrscheinlich das Ding, das ich runterkicken kann. Also jetzt passiert mir ja nicht häufig in Spielen, dass ich den Überblick verliere, aber hier immer häufiger. Ja, ich nehme an, dass ich da das Ding dann runterkicken kann. Ich fand den ersten Boss auch tough. Da gerade am Anfang ins kalte Wasser geworfen wird. No special. Ah ne, warte, jetzt. Ich hab die Orientierung verloren. Das ist falsch rum. Das ist die Stelle, wo die 16er Leute schon waren. Hier komme ich nicht weiter. Das heißt, ich muss auf der Seite. Ah, Loot. Auf der Seite weiter. Eine Axt. Das da hinten haben wir alles gemacht. Also wie der heißt, an der Stelle weiter. I'm lost. Die Musik ist aber wundervoll hier. Das hier habe ich gesucht. Habe ich da eigentlich alles erkundet, würde ich meinen. Würde ich meinen. Da kann man stehen, da drüben. Oh. Hey, da ist ein Pandi drin. This is odd. What kind of statue is this? Fuck. Yeah.
took me completely by surprise. Are you all right? Just how weak had that floor gotten to fall through completely? Er war wohl nass oder so. Okay, da kommen wir nicht rüber. Da komme ich auch nicht zum Bandi. Wir müssen unten durch. My brother's habit, when something troubles him, has to turn his back. He's no different now from when he was a child. So, I don't understand why. What led him down this path? I can't deny what he's done. Killing his master, taking the elixir, stirring up conflict. But that's not the Lubu I knew. I need to find out what happened, what changed him. My brother was extremely serious about his training in martial arts and wizardry spells. And all because he wanted to protect me. You are my responsibility, Hongjin, is what he'd always say. Hongjin. And it was true. He always looked after me. This time, though, it's I that must become the protector. It's unavoidable that Cao Cao's forces will try to kill him. But if I can get him to stand down, then... Will you lend me your aid? I have no one else to rely on. Ist doch schon da. Ah, das war ein bisschen spät, ne? Ich vergesse das nie. Das sehen wir häufiger, dass die zwei machen. Man muss sich zuerst mal reinfinden, ja, in die Schlagmechanik der Feinde und so weiter und so fort. Das war richtig. Ich habe mich beim ersten Boss auch recht schwer getan. So, hier. Nehmen Sie. Essen Sie. Wie es ist. Ah, ich will die zu Hause haben. So, was habe ich gekriegt? Was brauche ich? Was ist gut? Moralpunkte gewinnen. Willenseifer nach Blocken. Okay, was habe ich aktuell drin? Schadensverringerung nach wieder... Herstellung, ja, ich kriege weniger Schaden, wenn ich Lebenspunkte regeneriert habe. Wo ist der andere? Achso, das ist der hier, ja. Haben wir den hier. Gesundheitswiederherstellung, negative... Okay, dann nehmen wir den mit. Das heißt, ich kriege jetzt Willenseifer. Wende nach erfolgreichen Blocken Willenseifer auf den Benutzer an. Erhöht Willensgewinn durch Angriffe. Here we go. Ich habe gar nicht gesehen, dass wir da eine Truppe haben. Sehr nett. Sehr nett, sehr nett, sehr nett, sehr nett. Ah, das, was mir im Spiel auch sehr geholfen hat, wenn du hier rangehst, ne, und du irgendwas von der Beschreibung oder wenn du irgendwas hier wissen willst, ja, dann kannst du, unten steht Beschreibung und dann kannst du mit dem Dings rüber und kannst alles schön anschauen und dann wird dir hier ein bisschen erklärt, was für was zuständig ist. Und da checkt man dann nach und nach, wie die Sachen funktionieren. Hat bei mir aber auch lange gebraucht. Ich glaube, ich hatte etwa 5 Folgen gemacht. Das sind roundabout 5 Stunden, bis ich einigermaßen verstanden habe, wie das mit den ganzen Fähigkeiten und Sachen funktioniert. Da sind andere sicherlich schneller unterwegs als ich, aber das war meine Zeit. Das habe ich gebraucht. Wie komme ich da jetzt denn? Will ich da überhaupt? Ist das überhaupt noch notwendig? Also ich wollte ja hier rüber, dann bin ich runtergebrochen. Dann bin ich runtergesprungen, unten durchgelaufen. Da hinten dann hochgeklettert, auf der Seite hochgeklettert. Okay, gut. Ich glaube, ich habe alles hier. Aber ich habe nur eine Standarte gefunden. Da stimmt doch was nicht. Bis jetzt eine und schon 4 große. Also kleine meine ich, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Kann man am Anfang so ein Accessoire wählen, was bringt das? Also das, was ich gerade ausgewählt habe, war einfach ein paar Boni. Das, was halt dran steht hier. Ja. Also hier wahrer Schutz und so, zugefügter Schaden, je nachdem, was du halt hast.
Du hast hier unterschiedliche Sachen drauf, diese Spezialeffekte. Das sind verschiedene Boni, die du kriegst. Also so wie es aussieht, kann ich das Wasser hier noch abfließen lassen, um nach weiter nach unten zu gehen. Ja, dachte ich mir noch, weil die Leiter da einen Hinweis gegeben hatte. Here we go. Oh Gott. People had lived here until just recently. And now empty houses, roads. The flooding tactics really were devastating. Was für Wasserspinnen, dass die hier überhaupt rum eiern können. Gehen hier mal durch. Von hier aus konnte ich vorhin hin und her. Ah, da kann ich so hin. Das zu aktivieren. Okay. Meins, meins, Standard. Doppel-Hellebarde. Magst du dich umdrehen? Ja. Offensichtlich nicht. Kann ich an ihm vorbeischleichen? So viel zu der Challenge, ha? Wir schauen uns zuerst mal links die Sachen an. Nein, wir schauen uns nicht die Sachen links an. Ich glaube nämlich, dass es links weitergeht. War super verdächtig hier. Rang 8 Leder, here we go. Okay, hier ist Wasser, hier ist tot. Ja, dann geht's jetzt hier weiter. Außer, ich laufe an der ersten Stelle zurück und schaue, was da noch Sache ist. Mit Strom ein bisschen ein Problem. Mal gucken, wie das... Ja, das ist verdammt stark, Mann. Das ist verdammt stark.
Einfach alles unter Strom. Hab bis jetzt ja nur mit Lebenspunkten gearbeitet, größtenteils. Das könnte es jetzt noch ablösen, tatsächlich. Ah, hier haben wir einen Shortcut, ja. Wie sieht eigentlich der Rest aus? Ist alles geflutet? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, vermutlich mit Ausnahmen. Eine Frage, die sich mir aber noch stellt. Könnte ich vielleicht nach vorne und dann die Stelle finden, die ich vorhin gesehen habe? Vielleicht komme ich da so oder so hin. Ja, das. Ich habe den ganzen weiten Weg gelaufen, nur um mich anzugreifen. Hat sich aber gar nicht gelohnt. Aber mal gar nicht gelohnt. Oh. Ja, sorry. Umdrehen. Die Antwort lautet nein. Ah, das ist das Loch, wo ich fast runtergefahren bin. Ein, zwei Mal. So. Loot. So, dann hatten wir hier dieses Tor. Ja, jetzt kriegen wir auch die ganzen kleinen Standarten langsam zusammen, ne? Gehen wir gleich durch. Obwohl, das riecht mir nach. Zwischenboss. Nee, Mann. Das machen wir nicht, Dude. Das machen wir nicht. Ich muss sagen, ich finde diese Spezialfähigkeit hier gar nicht so sinnvoll. Ich würde Dornen aus dem Boden, die einen Teil des Schadens der Gegner zugefügt wird, absorbiert und deine Lebenspunkte sowie die deiner Verbündeten wiederherstellt. Ich muss ehrlich sagen, das hier dann einfach normal zuschlagen ist so viel effizienter. Ah, da oben. Ich finde es wirklich einfach so viel effizienter. Hier runter? Ist das sinnvoll? Die Antwort ist nein. Der Speer ist erstaunlich gut. Also mit der gesamten Rüstung, wo wir dann einfach nochmal, keine Ahnung, 6% mehr Speerschaden machen, ist insane. Einfach insane. Ah. Hauen sie an. So geht's. Ein Bronzewürfel. Loot, ja, mitnehmen, guter. Ja, ich würde sagen, dass wir dann von oben einfach rüberspringen, ne? So, like. Von hier. Und das riecht mich schon wieder nach, dass hier noch was kommen muss. Ich habe doch eine Möglichkeit, hier irgendwo auf den Rand zu gehen. Kommt das jetzt noch?
Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Loop. Warum, was für ein Level habe ich erreicht? 80, okay. Nein, ich habe Loot verpasst. Es gab doch hier noch so einen Rand. Oder war der da hinten? Ah, das war das, glaube ich. Nee, das habe ich schon. Ja. Verstehst du das richtig? Die Anzeige neben der Minimap oben sagt, es fehlt noch eine große und eine kleine. Das ist richtig, ja. Das, also 16 ist das, das ist mein Standhaftigkeitslevel. Das heißt, wenn ich sterben würde, also du siehst jetzt, unten in der Mitte ist 25. Das ist das, was ich gekriegt habe, weil ich Feinde getötet habe, ohne dass ich gehittet wurde und so weiter und so fort. Und 16 ist das, worauf ich zurückfalle. Und jedes Mal, wenn ich eine große oder eine kleine Standarte in dem Gebiet hinstelle, dann ist das das grundsätzliche Standhaftigkeitslevel von mir höher. Ne? Und ich kann besser gegen die Feinde kämpfen, je höher das ist. Und 6 von 7 sind die großen und 4 von 5 sind die kleinen, ist richtig. Also das ist das Prinzip, wie es hier funktioniert. Das heißt, es lohnt sich immer, die Standarten zu finden, die aufzustellen. Du kriegst in der Regel auch immer gleich ein Standhaftigkeitslevel dazu. Deine Begleitung kriegt auch immer gleich was dazu. Also da kommt gut was zusammen. Springen wir uns auf. Gute Frage. Erster Bossfight geschafft. Danke für die Tipps, sehr gerne. Kam ja nicht nur von mir, ne? Auch von meinem Chat natürlich. Dankeschön. Freut mich, dass es geklappt hat mit dem ersten Boss. So eine fiese Kombination, ne? Oh, sorry. Hätte ich gewusst, dass du da bist, hätte ich dich direkt getötet. Einfach Strom auf die Waffe und dann den Angriff machen und dann mache ich so viele Hits, dass sie direkt einen Stromschock kriegen. Das riecht mir sehr nach Zwischenboss hier. Frech followen, weil du sonst immer vergessen hast, Nathan Raids. Mann, nix, alles gut. Danke für den Follow. Danke für alle Follows, die übrigens hier reingekommen sind. Den Speer kurz zeigen? Ja, selbstredend. Das ist der unerreichte Speer, der in Kombination mit dem furchtlosen Krieger ist, ne? Also gehört zum Set. Das ist der Speer von, wie hieß er? Yuan. Weiß es nicht. Und in Kombination hast du dann. Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit verklicke, ich depp. In Kombination hast du dann hier Speerschaden plus 7,9 sogar. Das heißt, der Speerschaden wird erhöht. Und der Speer selber hat ja die Fähigkeit drauf. Lass mich schnell gucken. Pfeifender Wirbelsturm. Also das ist der obere hier. Und da fliegst du ja nach vorne und drehst. Und in dem Moment haust du dem Feind die ganze Zeit Ticks rein. Ja, immer kleine Ticks. Und mit jedem Tick, wenn die Waffe zum Beispiel Strom hat oder Feuer oder Gift, also bei Strom funktioniert es jetzt super, Feuer hat es vorher nicht so gut funktioniert beim Boss, kriegst du Ticks auf den Boss drauf und dann kriegst du einen Stromschlag, wenn genug Ticks drauf sind. Ich will eigentlich zuerst schnell alles hier killen und clearen. Oh, nett. Ja, also was kommt jetzt hier? Wie die Ability heißt? Pfeifender Wirbelsturm. Pfeifender Wirbelsturm. Ist eine
seltene Spezialdings, also wohl nur auf diesem Schwert, auf diesem Schwert drauf. Also hier so die Fähigkeit drauf, dann anstürmen, tak 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 tak, und dann hat er direkt einen Stromschlag gekriegt, weil es einfach so schnell drauf tickt. Okay, sorry. Sehr gerne. Kann ich das Tor öffnen? Kann ich irgendwo hochklettern? Nein. Brechen die Äste der Rüssi? Also... Ich weiß es nicht. Ich fühle den... Das weiß ich nicht, ob die Fähigkeit aktiv ist und ob die viel bricht. Also... Ich finde sie nicht so gut. Wenn ich im Nahkampf bin, dauert es zu lange, um die Fähigkeit drauf zu hauen. Bin nicht so überzeugt davon. So, wahrscheinlich komme ich da dann dahin, wo ich noch nicht will. Ah ja, hier, Standarte, wunderbar. Alter, ich will doch nur was ausprobieren. Ja, nee, ich fühle den einfach nicht. Ich fühle die meisten Fähigkeiten nicht. Also Lebenspunkte zurückgeben oder die Waffe irgendwie noch versehen oder einen schnellen Blitz hier raushauen, damit wir die eine oder andere Fähigkeit von meinem Helm triggern. Absolut gut. Aber ansonsten, na, ja. Aber ja, es wird auch so gedacht sein, dass die Fähigkeiten einfach im Kern unterstützend sind. Punkt. Wie komme ich da hoch? Ah, ich kann innen durch, außen rum. Das heißt, ich habe da nur eine Standarte, wo ich dann zum Boss komme, aber noch nicht... Ja, komm mit, komm. Wir sammeln alle, hallo. Kann man hier einbrechen? Nein, man kann hier raus. Ups. Und was bringt mir das? Doch, man hätte von da reingekommen, wenn man sie überraschen will. Okay. Verstehe. So, dann nehmen wir diese Standarte auch noch mit. Juppie, juppie. Bup, 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 bup.
Boom. Wie viel brauche ich denn, um noch eins weiterzukommen? Das wären... Okay. Das heißt, wenn ich zwei große habe, wäre es super. Habe ich zwei? Eins. Das heißt, wir machen hier drei. 6000er. Ein davon. So einen. Da haben wir genau null. Oh, Loot. Ah, da hinten ist auch noch Loot. Kristallvara. Chi. Chul Digung. Also ich nehme das Dorngestrüpp-Dings raus und nehme wieder den Feuerball rein. Den Feuerball kann ich wenigstens ab und an noch in irgendeiner Form effizient einsetzen, finde ich. Nein, den hier ist es dann. Ne? War der hier. Ja, besser. Much besser. Okay. What the? A secret path? Might this take us to him? Ja, ziemlich sicher. You stand against impossible hardship. So then why? Why not use the elixir? I was waiting. For this moment! The blight of the elixir. It all ends here. And now. Scheiße, hätte ihn gehabt. In my side. Be useful and destroy each other. Ach, Ligo. What the hell bist du geworden? Okay. Au. Also erstmal ein bisschen die Angriffe von ihm studieren. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie besser nicht. Ja. Okay. Kannst ihn wieder haben. Auch den. Den nehmen wir auch mal zurück. Das war's nicht, ne?
kommt immer noch ein Windstrahl nach, ne? Der falsche. Alter. Doch, du rennst gerade genau bescheuert wieder rein. Er hat zwei geworfen. Den zweiten habe ich aber mal nicht gesehen. Wenig Lebenspunkte noch. Trank, Trank, Trank! Nein! Alter. Gerade noch so am Ansetzen und dann die Verbrennung, die mich gekillt hat. Ich muss einfach aggressiver sein bei ihm, dann ist er eigentlich kein Problem. Es sieht so aus, als ob er ihn zurückwirft, den zweiten. Das kann sehr gut sein, dass ich ihn zu ihm werfe, er zu mir, ich zu ihm, er zu mir. Here we go. Just a little more and victory is ours. Das war's. I can't. I won't kill him. Wir wissen doch, dass wir sie nicht zwangsläufig töten müssen, oder? I knew immediately that I had to destroy Yuji after finding out this chaos was his doing. A Taoist spreading a vile elixir and controlling demons has no right to tread this land.
I could not allow the people of my village, who made me who I am, or my one and only flesh and blood, to get caught up in this madness. That is why I left my village and pledged a false allegiance to Dong Zhuo to infiltrate their forces. I hope to track Yuji's actions. I swallowed my pride and did their bidding. I brought the elixir to Meiwu Fort and was able to prevent it from spreading among the lords. Yet, I was still unable to pin down Yuji. So, in my desperation, I risked everything. I stole the elixir. I figured if I sat on it without using it myself, he would eventually show his face. And it worked. But I came one step short. You bested me. Perhaps you can take Yuji down. The responsibility of bringing an end to the spread of demonic chi is in your hands now. Es ist spannend, wie er hier trotzdem der Good Guy ist, ne? Aber mega cleverer Schachzug. Warum ist so hell? Das ist nicht so gut. Wir hatten schon mal, dass eine Cutscene in die Binsen gegangen ist. Hallo? Ja, ich befürchte, wir machen hier mal einen Cut. Wir machen mal einen Cut für die YouTube-Fraktion. So, Cut Ende für euch auf YouTube. Wir machen den Boss einfach nochmal. So wie wir das auch schon bei Dong Zhuo gemacht haben. Dass da die Cutscene ja völlig kaputt war in der einen Folge. Und dann mussten wir halt einfach den Boss nochmal killen. Also Dong Zhuo. Das machen wir hier als auch. So, ihr könnt übrigens die Sachen aktivieren und dann reingehen. Ich krieg den Willen zurückgesetzt, also den dämonischen Chi-Bereich. Willen kriegt ihr zurück. Auf Null. Kann man einfach reinrennen, ist voll gut. Here we go. Nein, ich habe ihn gleich. Also, dass er nochmal stunned ist. Don't do it! Okay, dann lauschen wir nochmal rein.
I knew immediately that I had to destroy Yuji after finding out this chaos was his doing. A Taoist spreading a vile elixir and controlling demons has no right to tread this land. I could not allow the people of my village, who made me who I am, or my one and only flesh and blood, to get caught up in this madness. That is why I left my village and pledged a false allegiance to Dong Zhuo to infiltrate their forces. I hope to track Yuji's actions. I swallowed my pride and did their bidding. I brought the elixir to Meiwu Fort and was able to prevent it from spreading among the lords. Yet, I was still unable to pin down Yuji. So, in my desperation, I risked everything. I stole the elixir. I figured if I sat on it without using it myself, he would eventually show his face. And it worked. But I came one step short. You bested me. Perhaps you can take Yuji down. The responsibility of bringing an end to the spread of demonic chi is in your hands now. Ach, Gott sei Dank. Go hunt Yuji down, but beware of Yuanshao too. And keep my sister safe. Brother! How strong you've become, Huang Jing. General Liu was determined to not let you get involved. He fought a long, hard and lonely fight. Krass, direkt nächste Action. Ob ich meine Builds anpasse, bossweise? Nee. Ich teste mich einmal ein bisschen durch, wie ich gerade Bock hab. It seems not only Shu Province, but many of our other cities have fallen to Yuan Shao as well. And I don't know where my brothers are. General Guan. Hm? If you have no objections, how about staying with Minister Cao for the time being? It will not be easy for you to search for General Liu until these enemy forces are defeated. Hmm. Ha! Ha! I could see General Liu and star falling. And three new stars have risen up. What might this portend? Nett. Ich habe am Anfang ein bisschen mit Gift ausprobiert, weil ich Bock auf Gift hatte. Bin dann aber trotzdem bei Holz und bei Feuer hängen geblieben, weil das halt Angriffskraft und Lebenspunkte erhöht. Wollte Wasser noch ausprobieren, habe aber ein bisschen über die Zauberart drüber geschaut und das hat mich nicht so gereizt. Was ich vielleicht jetzt aber doch noch mache, ist, dass ich bei Metall noch auf Gift gehe, dass ich meine Waffe vergifte. Und wenn ich mit dem Speer dann einen angreife, dann hat er direkt Gift drauf. Das wäre natürlich ganz cool. Giftiger Speer. Hat was.
Yuan Shao suddenly heads south toward Cao Cao's territory and steals the elixir that Lu Bu had been safeguarding. Yuan Shao now commanded an army of demons, striking fear into the hearts of many and allowing him to secure footholds across the land. With tiredness and fear spreading among his men, Cao Cao faced crushing odds, but his star burned yet brightly. He roused his loyal army and went out on an all-or-nothing attack. Wasser in Kombi mit Blitz könnte auch interessant sein, vom logischen Aspekt her. Ja, Wasser ist meistens dann in Richtung Frost, tatsächlich. Und hat leider keinen Bonusschaden dann, der da rausprockt. Shao's forces have taken the Yanjin Fort. Our vanguard heading for Baima has been taken out by the enemy generals Yan Liang and Wen Chou. You have treated me with such kindness. Allow me to return the favor, Minister Cao. I shall bring you the enemy commander's head. How many men will you need? I will need just one. Yuan Shao's forces are strong. Be careful. So, m'lady, what did the stars tell you now? We shall only know when this battle is through, my lord. Ja, der guckt zu mir. There's one primary strategic point on the river crossing here in Baima. The one who takes it can prevent enemy reinforcements. Exactly. Cao Cao will do everything in his power to cover his losses. However, our goals are different. We must find the towers who killed our father. Cao Cao's army has reached Baima. I want Shao Aman's head now. Yes, my lord. We will do whatever it takes. Do you hear me? Let none say we lack forces anymore! Jan, wir hatten für ihn noch gekämpft, ne? Eine Zeit lang. So. Without my sworn brothers by my side now, it is but you I can entrust my life with. Let us depart. The fear in General Yuan's heart led him to become consumed by darkness. The retainers that once served him have left. Now all that lingers at his side are those twisted demons and conjurers. The stars remain uncertain of how the future will unfold. But I believe you have the power to guide us down the right path. Ich hoffen. The fear in General Yuan. Nein. Ich wollte mit Cao Cao reden. If we lay down our swords here, there will be no one else who can put a stop to Yuan Shao. We ask much of our allies, for this is not a task we can accomplish unscathed. Okay. Aber ich habe jetzt sicher wieder Nebenmissionen gekriegt, ne? Haufenweise. Seht ihr schon. Okay, das ist Teil 6 und der blutrote Kristall. Dann haben wir hier unten Prediger des dunklen Pfades. Das ist das Hauptschlachtfeld. Der blutrote Kristall. Wir machen mal schnell den blutroten Kristall, weil ich glaube, da kriegen wir dann die Fähigkeiten freigeschaltet, die letzten. Können wir das in der nächsten Folge gemütlich ausprobieren? Hey, cool.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch eine Nebenmission mache, dann bevor wir hier weitermachen mit der Dings. Okay, so. Let's put our all into this. You're not going to let them beat you, are you? Okay, ja. Alter. Wenn du so gekämpft hättest, als wir unterwegs waren. Alter, was macht sie denn jetzt wieder? Die hat mich teilweise fast gewonnen. Seems you just keep on getting stronger. You stayed true to yourself, finishing it with that single strike. It made me think of all your heroic actions up until now. Anyway, let's get back to the village. Gute Idee. Hast du auch Multiplayer Coop Invasion gespielt? Nein, gar nicht. Multiplayer gar nicht. Multiplayer habe ich gar nicht gespielt. So, also, warte. Jetzt, das dürfte ja jetzt eigentlich das gewesen sein. Also, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen. Ist das jetzt richtig? Ja, oh. Erhöht den Schaden des nächsten Zaubers oder der nächsten Kampfkunst stark. Das schaltet immer frei. Schießt einen Feuerstrom aus beiden Enden der Gegner in eine Flamme hüllt. Ja, schaut trotzdem mal frei, ist egal. Perfekte Wiederherstellung. Gewährt dir und deinen Verbündeten einen positiven Effekt, der einmalig einen gegnerischen Angriff aufhebt. Ruft viele Blitzer herbei. Okay, wir machen mal schnell beide. Ja, ist in Ordnung. So, Zauber festlegen. Der Zorn des Himmels. Das könnte was sein. Das andere mit dem Feuer sehe ich noch nicht so. Man kann ja auch mehrere Kampfrüstungen machen, ne? So ganze Sets, die man zusammenbauen kann. Also das Spiel ist schon stark. Ist schon stark. Ich will mir überlegen, ob ich das mit Gift wirklich umsetze. Der Vorteil an Gift ist, dass wenn der Gift auf dem Feind ist, dann tickt das die ganze Zeit durch. Kann dafür sorgen, dass sie dann betäubt sind. Dass sie diese Betäubung draufkriegen.
Wie viel Gift wäre denn vonnöten? Zwölf. Müsste ich die eigentlich einfach rüberschieben, ne? Ich glaube, ich mache das einfach mal. Ich finde das cool. Ja, ich würde das gerne umstellen. Arbeiten wir damit. Dann arbeiten wir mal nicht mit Blitz, sondern mit Gift. Giftwaffe. Großen Blitz. Müssen wir dann ausprobieren. Gut. Dann machen wir aber in der nächsten Folge weiter, meine Damen und Herren. Die Karten habe ich keine mehr gekriegt, ne? Nein. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und in der nächsten Folge geht's weiter. Freue mich drauf. Hey, das ist spannend. Bis zur nächsten Folge.